Das ist unser letzter Tag auf Tour. Wir sind leicht geschwächt, ihr müsst uns ein bisschen helfen. Woche und es war echt ganz schön. Wir haben tolle Konzerte gehabt, also wirklich auf hat immer sehr viel Spaß gemacht. So. Wir hatten einfach ein tolles Publikum tatsächlich, das auch in den meisten Läden auch immer getanzt hat. So, das ist total, was jetzt nicht unbedingt das Zeichen ist, dass es deswegen super ist. Es ist einfach nur schön, wenn die Leute so mitgehen mit einem so. Und ja, es war super. Es hat leider nur jetzt gestern irgendwie eine Erkältung eingeholt, die uns jetzt ein bisschen Schachmatt gelegt hat, zumindest. Unser Sänger hat deswegen jetzt auch heute erstmal Redeverbot und ist jetzt ins Hotel gegangen, was noch ein bisschen zu entspannen. Tatsächlich auch schon so 4 Stücke fertig. 2 davon werden wir mal gucken. Das eine ist noch ein bisschen tricky, weil es relativ schwierig ist zu singen, so sehr hohe Lagen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen heute, dank der angegriffenen Stimme. Das ist halt schwierig. Ja, und was das neue Album auszeichnen wird, also was wir in letzter Zeit viel selbst gehört haben, ist Soul zum Beispiel, besonders Jan. Und ich habe mich total in diese alten Chicago House Sachen verliebt. So, und das erste Stück, was wir praktisch in die Richtung gemacht haben, wovon ich auch echt, da musste ich aber erstmal eine ganze Menge Überzeugungsarbeit an die Jungs leisten, damit die gemerkt haben, das ist das. So, so eine Mischung aus eben so einem Chicago House Soul Ding geworden. Und das ist, ja, es war total cool. Ich habe es dann erstmal vorgespielt, auch auf einer Tour, über einen MP3-Player. So, haben wir so, ja, das geht ja ganz gut ab, ja, ist ein netter Track. So, ich so, oh nein, sie verstehen es nicht. Dann saß ich irgendwie 3 Monate später mal mit Jan bei mir in meinem Heimstudio und hab's mal vorgespielt und hab gedacht, hoffentlich merkt er jetzt was, hoffentlich merkt er jetzt was. Und dann meinte er so, ha, da kam ja irgendwie Otis Redding drüber. Und dann wurde das praktisch das erste Stück des neuen Albums. Und das, was wir da machen, also diese Mischung aus diesen Soundästhetiken von House und diesem Songwriting von Soul, gepaart mit einer Textlichkeit, die natürlich aus ja, tatsächlich dem Indie-Rock her kommt er, so, also da auch eher diese Themen verhandelt. Ja, das ist die Mischung, die da gerade entsteht und das macht wahnsinnig Spaß. So, das heißt aber natürlich, es klingt auch noch wesentlich roher momentan auch noch alles das Album als das letzte, was ja sehr ein High-End-Finish hatte. Und tatsächlich Love Suit, so heißt das Stück, was praktisch so eines der ersten von der neuen Platte wird, klingt tatsächlich auch wie eine alte Platte. So. Weil da sind so, ja, es hat alles so eine leicht angezerrte, knöcherne Ästhetik dabei. Ja, super, fand ich. Also wir haben ja diese besonders, also es hat ja ganz toll angefangen mit sehr schönen Konzerten zum Release, eben davon eins ja auch hier, wurde ziemlich gut davon letztes Jahr. Und dann die Festivals, die wir gespielt haben, waren toll. Das Feedback, was wir für das Album bekommen haben, waren toll. Und das Schöne ist, dass es auch jetzt immer noch weitergeht, sodass wir jetzt immer noch weiter Feedback bekommen. Ob wir jetzt irgendwie plötzlich auf irgendwelchen amerikanischen Radiosendern laufen oder in irgendwelchen Blogs als Top 5 Bands you haven't heard of before this year oder so gewählt wurden oder so Krams. Das ist schön, wie es halt immer noch, also es hat irgendwie da angefangen und ging so immer weiter. So, und das ist schön, dass man dann so doch positive Resonanzen bekommt. Gerade dabei, weil wir haben jetzt so die, also gerade so dabei, wie könnte das alles visuell aussehen, was wir gerade musikalisch so bauen. Das ist ja, also diese Idee von dem Song von Love Suit, der praktisch so wie die
wie der Prototyp für das Album klanglich und ästhetisch wird. Wie kann man diese Ästhetik auch in die visuelle Konzeption der Videos, des Covers, der Webseite, alles umsetzen? So, und das ist etwas, woran wir gerade arbeiten. So, also das ist, genau, wir nehmen jetzt gerade noch so ein paar mehr Stücke auf und dann gucken wir, wie wir das weitermachen, so wie das Ganze umgesetzt wird. Und das ist aber jetzt noch alles nicht so spruchreif, so, dass ich jetzt sagen könnte, so und so müsste das dann konkret aussehen. So, es ist immer nur so. Es gab mal zu unserem ersten Song, den ich mit Jan aufgenommen habe, Drive. Das war ja auch die erste Single damals. Und da hat Jan mir mal so eine Vision aufgemalt, wie der Song sein muss. So in dem Stadium ist es ungefähr. Er hat mir so einen Zettel gemacht und dann war dann da so ein Taxi, dann war da die Reeperbahn und dann auf den Himmel hat er dran gestellt, so Wolken dran gemacht und hat Gold drauf geschrieben. So, und dann Nacht und so Pfeile, dass es alles um die Bewegung geht. So, und das war so eine Idee, an der konnte ich dann weiter musikalisch arbeiten. Ich habe dann praktisch in diesem Song dann diese Bewegung nachgezogen und dann passieren immer so einzelne Sachen. Ich habe versucht, dieses Gold akustisch umzusetzen. So, und so in der Phase befindet sich das noch. Also man schiebt sich gegenseitig Zettel zu, auf denen Ideen sind und guckt dann, wie es weitergeht.